Pfui, du altes grünes kranke Frau, Drecks Stück geisteskrank, Sondermüll, alte Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik Herzog, ich bin Rechtsanwalt und heute ein Video zu einem Thema, ja, was soll ich sagen, ich bin schockiert. Ich bin schockiert und das ist kein Scherz über die deutsche Justiz, es geht um einen aktuellen Fall, um ein Urteil des Landgerichts Berlin. Auf der einen Seite, in der einen Seite des Boxrings sozusagen eine Politikerin der Grünen, Frau Renate Künast, und in der anderen Seite des Boxrings eine Firma, deren Name jeder von Ihnen und von euch wahrscheinlich schon mal gehört hat. Es geht um Facebook. So, Stein des Anstoßes ist ein Post, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In diesem Post wurde auf einen Blogbeitrag Bezug genommen. Dieser Blogbeitrag wiederum bezieht sich auf einen Artikel, auf einen Online-Artikel der Welt aus dem Jahr 2015, wohlbemerkt. Und dieser Online-Artikel wiederum bezieht sich auf eine politische Debatte aus dem Jahr 1986. Lassen wir mal so stehen. Insgesamt geht es in diesem Post mit allen Bezugnahmen um im Prinzip die Entkriminalisierung von Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und Erwachsenen. Also ein sehr, sehr sensibles, heikles Thema, in dem sehr schnell die Emotionen hochkochen. Der Blogbeitrag und der Post hinterließen den Eindruck, dass Frau Künast im Prinzip einen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und Erwachsenen befürwortet. Gleichwohl war im Welt-Online-Artikel von 2015 Frau Künast zitiert mit den Worten: Ich habe nie dafür gestimmt, sogenannte einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen zu legalisieren. Dieser Hinweis findet sich komischerweise nicht in dem Blogartikel und auch nicht in dem darauffolgenden Post, sodass natürlich schon mal die Frage gestellt werden muss, ist das schon Fake News, wenn ich einen Sachverhalt nur in Teilen darstelle? Lassen wir mal dahingestellt. Dieser Post auf Facebook mit diesem Inhalt hat selbstverständlich hohe Wellen geschlagen und hat dazu geführt, dass viele Facebook-Nutzer Frau Künast aufs Übelste beschimpft haben. Ich kann nicht über dieses Urteil sprechen, ohne die entsprechenden Beleidigungen hier auch zu zitieren, und die haben es in sich. Pfui, du altes grünes Der wurde in den Kopf kranke Frau, Drecks Stück Scheiße, geisteskrank, Sondermüll, alte und noch einige andere Beleidigungen. So, jetzt macht natürlich auch, wenn man nur zwei Gehirnzellen im Kopf hat, macht man solche Beleidigungen bei Facebook nicht, wenn man nicht weiß, dass man nicht mit dem Klarnamen unterwegs ist, sondern vielleicht mit einem Pseudonym. Das heißt, die Strafverfolgung von solchen Beleidigungen fällt ziemlich schwer, weil man nicht genau weiß, gegen wen man sich richten soll. Dafür gibt es aber einen Anspruch, denn man kann in so einem Fall, wenn es um rechtswidrige Inhalte geht, die IP-Adresse herausverlangen. Dazu geht man zum Gericht und beantragt beim Gericht, dass das Gericht Facebook dazu verpflichtet, diese IP-Adressen herauszugeben. Dieses Verfahren war vor dem Landgericht Berlin. Facebook hat dort vorgetragen, das sind ganz normale Meinungsäußerungen. Stück Scheiße. Hier handelt es sich nicht um rechtswidrige Inhalte. Das sind keine Beleidigungen. So, das Urteil des Landgerichts Berlin, das hat es in sich, denn dort heißt es, keine der genannten Bezeichnungen ist ein rechtswidriger Inhalt oder gar eine Beleidigung, sondern es geht immer um eine sachliche Auseinandersetzung. Auszüge aus dem Urteil. In der Bezeichnung Troller kann eine Beleidigung nach § 185 StGB nicht erblickt werden. Der geschmacklose, polemische und überspitzte Kommentar, der wurde in den Kopf gegessen, war genug Platz, da kein Hirn vorhanden war. Es bezieht sich erkennbar auf die von der Antragstellerin getätigte Äußerung. Aber auch das ist eine sachbezogene Kritik. Ebenso die Begriffe Gehirn amputiert, kranke Frau. Nur der Kommentar, der bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren. Ich wiederhole nochmal, der Kommentar bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren. Aber die Begründung, nachdem der Sachverhalt, der hier diesen Beleidigungen zugrunde liegt, sich im sexuellen Bereich befindet, muss die Antragstellerin, zumal sie eine Politikerin ist, auch sich ein Gefallen lassen, wenn sie mit sehr weit überzogener Kritik konfrontiert wird. Das sitzt. Keine rechtswidrigen Inhalte. Mir fällt dazu ehrlich gesagt nicht viel ein, außer vielleicht, dass man froh sein muss, dass das Zivilrichter sind, denn wenn diese Richter am Strafgericht tätig wären, dann müsste man davon ausgehen, dass dort eine ganze Reihe von Fehlurteilen gesprochen wird. Nichtsdestotrotz, dieses Urteil wird scharf kritisiert in der Presse und vor allem auch innerhalb der Anwaltschaft. Es gibt eine Anwaltskanzlei, die hat Strafanzeige
gegen das Gericht gestellt, Vorwurf Rechtsbeugung. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare zu diesem sehr, sehr, sehr kontrovers diskutierten Thema. Sicherlich auch ein Thema, was in der juristischen Welt noch länger eine Rolle spielen wird. Ich denke da zum Beispiel auch an Juristenausbildung. Teilt gerne eure Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Dann hoffentlich mit einer etwas erfreulicheren Nachricht aus dem Gericht. Bis dahin, macht's gut, euer Dominik.